Servus, einen wunderschönen guten Abend, willkommen zurück bei Halls of Torment. Wir machen den Archer jetzt mal. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir letztes Mal den Swordsman. Wenn ich mich täusche, tut mir leid, ist wieder eine Woche her. Aber ich habe gerade Bock auf den Archer, also machen wir mal den Archer. Und beziehungsweise nächstes Mal den Exterminator nochmal. Mal gucken, was mit dem abgeht. Der Ashes gab es hier drin ja nicht. Ich hab gemerkt, dass der Typ hier mit den Potions neu ist. Der ist relativ neu im Spiel gewesen. Aber sonst nicht verhindern, den zu benutzen. Ist ja ein ganz nettes Feature. Ausrüstung haben wir hier diesmal. Das hatten wir einmal vergessen auszurüsten. Genau, wirklich spannende Sachen hatten wir hier noch nicht gefunden. Geh mal rein! Ich wollte mal gucken, ob wir den Lich tot kriegen. Also wir gehen nochmal in die erste Map rein. So, oben links sehe ich Gatherer's Charm, zeigt jetzt an, in welche Richtung wir gehen müssen, auch wenn der sehr wild in alle Richtungen zeigt, alles klar. Nehmen wir erstmal Attack Speed mit rein. Der Gatherer's Charm hilft gar nicht, jetzt in alle Richtungen. Wir gehen einfach mal nach links unten. Nehmen wir einmal Pickup Range mit rein. Einmal sollte reichen. Und wir laufen einfach mal weiter, bis hier irgendwas kommt. Das Grün wird immer deutlicher, da sind wir aber schon immer näher. Das ist ein Indikator doch. Wir nehmen Damage mit rein. Und da sind wir. Das mussten wir abgeben, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, wir haben eh einen Magneten oben. Wir nehmen Crit-Chunks rein. Chance und Crit Damage für die Main-Waffe. So, wir laufen mal nach rechts. Rechts unten jetzt da. Nächsten Ding. Kommen wir schon näher. Movement Speed, ne, wir nehmen Damage. Sind wir recht nah, sieht so aus zumindest. Feld gefunden, ein Pilz. Alles klar. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir zum Ability-Ding runter. Da
Das ist der erste Boss oder Elite-Gegner. Chance ist zwar cooler, wir nehmen nochmal AttackSp 20%. Hoffentlich bleiben durch kein Problem. Am Anfang, der Helm ist ein bisschen hoch. So, haben wir Ability bekommen, okay. In den Lightning Strike. Weiter Attack Speed. Und da ist ein Magnet gedroppt, sehr schön. Ein paar Level-Ups. Möchte ich mal. Okay, nehmen wir Movement Speed. Und natürlich dann das hier oben. Und Achievement, 8 Meter pro Sekunde. Haben wir jetzt geknackt. Einen Moment. So, wir nehmen Damage. Und die Orbs, die damit rein, die waren ganz cool. Zu bekommen mit einer Weinpille. Bringen wir die mal zurück. Wir machen die Crit-Chance weiter hoch. Dann gehen wir mal zum Eimer, zum Brunnen. Mal schön hydrated bleiben. Bei Health Region. Orbs besser. So. Geben wir die Weinflasche ab. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir dann einen Charge mehr. Das war bisher ein Reroll. Können wir bestimmt bei ihm auch das Level mit den Materials, die wir kriegen, mit den Zutaten. Kriegen wir neue Flaschen. Und mit der Flasche wahrscheinlich verschiedene Tränke aufbessern. Laufen wir mal zur letzten Zutat, die hier angezeigt wird. Bin ich beim nächsten Run gespannt, ob die Zutaten neu spawnen, andere. Oder ob man dann
Wenn man einmal alle gesammelt hat, den Gatherer-Kram nicht mehr braucht für die Map. Damage. Na, was Boss. Und da ist die Zutat. Macht er gar keinen Angriff, wenn man zu einer Anime. Ah, okay, macht er. So. Aber dann die Special-Angriffe nicht macht. Hab ein bisschen Geld. Und Crit Chance, Leben und Defense. Ein Imp, der uns hilft. Die Skelette. Ah, Ami, probieren wir's. Interessant. Ich mag Summons. Alle 5 Sekunden spawnen wir einen Imp. Oh wow. Wir haben ein Achievement bekommen, dass wir für 3 Minuten nicht gehittet wurden. Anscheinend. Also nicht jedes Mal. Okay. Depressing. Wir nehmen Crit-Chance weiter. Und cyclen langsam um Magneten. Jetzt geht der Damage raus. Wird Zeit für mehr Damage. Das sind doch tanky Skelette, aber. Da haben wir 30% Damage für die Main-Waffe. Schön. Das ist der Moment. Gilden-Nachricht bekommen. Für die Unterbrechung. In Legends of Aidleon, Hashtag nicht sponsored, Hashtag nicht recommended. Ein riesen Gilden. Naja, Overall gemacht. Hab gestern 30% der Gilde gekickt und neue reingeladen. Das sind aktive rausgeworfen. Und jetzt haben wir sehr viele neue Spieler, die viele Fragen haben. Die möchten wir natürlich auch bei Stange halten.
So, wir nehmen natürlich Damage. Wir wollen unseren Base-Hit wieder stärker machen. Sorry an alle, die mal Abilities mehr sehen wollen, nur. Aber das machen wir später mal. Erstmal alles freischalten im Spiel und gucken, wie es läuft. Und gerade bei dem Archer finde ich den Schuss nicht gut. Generell die Basic Abilities sind schon cool. Und wenn man halt nebenbei ein bisschen die Orbs und den Blitz hoch macht, das hilft schon. Ja, die Orbs, ja gut, die rasieren schon. Mit Chancen für Damage. Unten war additional Bullets, ich weiß, aber. So, machen wir mal die Orbs hoch. Der dritte ist noch nicht so hoch. Ist er? Prozent. Ich habe vergessen, dass die schießen. Wir nehmen Attack Speed. Oh, hast du wieder in die Bullets gelaufen? Oh, gut. Okay, Hitbox. Ist das ja schon straight durch uns durchgeflogen. Aber da beschwere ich mich nicht. Crit Damage. Frag mich mit, was die Imps skalieren. Oh, jetzt hatten wir da den Schaden gesehen. 80 machen die, okay. Wenn die critten. Das ist voll. Movement Speed und Lebensregeneration, jawohl. Ja, es ist wieder Schleimzeit. Wir nehmen die Ringblades, die waren auch ganz cool. Glaube ich. Habe ich so in Erinnerung. Jetzt müssen wir langsam mal gucken. Bisschen eng hier. Additional Attacks. Gefällt. So, dann nehmen wir auch mit den Ringblades halt stärker. Wir nehmen wieder Crit-Chance und Crit-Damage für unsere Main-Waffe. Den Magneten hebe ich mir auf für spätere Phasen, wenn es mal enger wird. Wir nehmen Attack Speed rein, 20%. Die One-Shotten wird zum Teil weg, das ist gut. Weil da kommen sehr viele. Size, macht die Ringblades ein bisschen größer. Oh, Giftpaddles, muss ich wissen.
bei den Orbs ein bisschen Crit. Was zum... was ist das für eine Aura? Das Rote, ist mir das doch nicht aufgefallen. Oh, rechts sind irgendwelche Sachen. Was haben wir hier? Berserk's Rage. Wo auch immer wir das her haben, 100% Attack Speed. Wahrscheinlich aus einer Kiste gedroppt oder so gerade. Achso, die Imps, ja. Pickup Range. Ist natürlich jetzt alles hier in der Health Region. Für ein paar Level-Ups. Wir holen uns Damage rein. Dein Crit. Da kommt eine schöne Welle an XP nochmal angeflogen. Crit. Damage. So, ein Elite-Gegner. Ein Orange wird wohl eher ein Boss sein. Aber hat nicht so viele Leben. Ups. Denken wir mal an ein paar Skelette. Movement Speed. Ja, an dem Punkt. Geht. Also weg. Entspannt. Alles ohne Probleme. Was kriegen wir hier Tolles? Crit Chance, ja. Ja, auf jeden Fall nehmen wir Crit Chance. Damit sind wir bei 60%. Das sieht man gerne. So, wir cyclen jetzt hier ein bisschen im Kreis. Dort nichts zu sehen groß. Auf der Map. Also, naja, Map XC. Kein Indicator. Blades stärker. Hilft beim AOE ein bisschen. Ja, noch mal sehr groß werden. Also mein Fokus beim Zielen sind die dicken Skelette, die schießen können. Und ansonsten gehe ich einfach nur ein bisschen rum, wie ich laufen muss am besten, um möglichst nicht in was reinzulaufen, aber ihr kennt mich mittlerweile, ich laufe gerne trotzdem in den Gegner rein. Da ist ein Magnet drin gespawnt. Das gebe ich mir mal auf. Gehen wir mal in eine Richtung hier raus. Oh, war ich zu langsam. Oder wurde abgeschossen und aufgepasst. Bitte Schleimer. Alles semi. Man muss mit vielen Leben. Und die Imps wollen ganz gut neben uns ein bisschen auch.
Okay, dann muss ich langsam mal raus hier. So. Ein bisschen Wave hier reinkriegen mit den Orbs. Aber ein bisschen zu risky, habe ich den Skelett nicht weggemacht, muss durchlaufen. Also das sind die Orbs natürlich auch ziemlich geil. Wir rasieren der ja komplett durch. Gehen wir mal Getten rein, leider auch der Heiltrink XP. Wir nehmen Schanzing aus. Blitzstärke. Und ruhig mal mehr Upgrades für unsere Basic-Angriffe kommen. Doggo-Zeit, one-shotten wir die Dogs. Ja, geht wohl. Ups, da war einer noch am Leben. Attack Speed wie die Blitze. Oh mein Gott, da bin ich im Skelett gespawnt oder erst. Ich bin nicht gespawnt, das Skelett ist in mir gespawnt, sogar mehr. Und ich fokusse zu wenig. Die geht noch nicht rum. So. Schaden ist gut. Für den Skill. Electrified Ops. Piercing für die Main-Waffe, das ist gut. Da machen wir die Horden hier ein bisschen besser weg. Machen wir die Orbs hier noch schneller. Einen Weg frei und entscheide mich dann doch in die Gegner hinter mir zu gehen. Sehr, sehr schlau. Es kommen nur Orb-Upgrades. Das ist ein bisschen depressing. Ein bisschen Picker-Branch an den Punkt auch wieder vertragen. So, was kommt jetzt für Gegner? Schleime und die dicken Hunde. Nochmal gut geschaut. Ah, waren nur Resthunde. Ja, das ist zum Beispiel Leben. Ja, diese riesen cyclenden Hunde oder Bull oder was auch immer das dann sein soll. Oh, ich hab dich skippt. Eine riesen Heilpfütze, right? Oh, was haben wir hier? Unverwundbar für einen Moment.
Let's go. Was haben wir hier? Und 50% Movement Speed am Akku. Okay. Nehmen wir noch mehr Movement Speed. Oh, ne, nehmen wir Health Regen. So, wir sind unverwundbar. Nehmen wir ein bisschen YOLO. Whee! Und er hält es auch gleich wieder auf. Passen jetzt. Schade, dass er gerade kein Boss war, natürlich. Aber jetzt weiß ich, wie es halt aussieht. Ey. Kann nicht sein. Kriegt nichts. Weder Attack Speed, Damage noch irgendwas. Leben. Und ich muss sagen. Die Tante. Ich laufe ein bisschen straight in den Bullet rein. Okay. Skelett am nächsten Mal weg. Und ein bisschen electrifyen. Oh Gott. Stopp einfach, danke. Ah, Bot, das war ja die, die wir noch gar nicht bekommen hatten. Ja, na gut, easy. Haben wir Lich getötet. Dann müssen wir mal irgendwas freigestalten. Was Interessantes. Ah, jetzt können wir hier mal endlich wieder Damage-Sachen. Attack Speed, Crit Chance, Crit Damage, Blade Size Damage, Con Size. Big. Big Upgrade. So, was kriegen wir hier Tolles? Talisman haben wir leider keinen Platz mehr. Spike Boot brauchen wir nicht. Critical Damage 40%. Ich meine, was haben wir hier? Also die Imps, Crit Chance. Vielleicht würde ich wahrscheinlich das nehmen. Ach, warte, das ist ja da. Oh, ja, perfekt. Das ist der kleine Mitte, ist der Talisman. Ich hab auf die. Oh, klar ist das kein Ring. Ja, perfekt. Death Rose Charm brauchen wir ja nicht mehr. Die Damage Upgrades. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie mal den Brunnen upgraden können, dass wir mehr als ein Item rauskriegen können. Ziemlich 50.000 Damage mit den Orbs haben wir gemacht. Ja, Pickup Range. Quality of Life. Sechs Minuten noch. Bin ich gespannt, was passiert, falls wir da hinkommen. Sieht ja bisher ganz gut aus. Ja, da haben wir mal wieder auch was für unsere Main-Waffe, den Kuh ein bisschen klettern. Wir sollten jetzt bei 55%, 65%. Wir haben den Ring ja noch, naja, 65%.
stelle mich hier in die Mitte, damit die Orbs auch noch ein bisschen Work machen. 15.000 Gegner in einem Run haben wir getötet, Achievement. Damage. Das war der Knackpunkt für den One-Pot, glaube ich, der Damage. Das rasieren wir da mit dem Piercing ganz schön durch die Wellen hier. Sehr geil. Wichtiges Upgrade. Doch gut aus bisher. Die Orbs besser. Kein Problem, ein bisschen Damage bekommen, aber das heißt, wir machen jetzt auch ein bisschen mehr Damage. Gut, dann heilen wir uns halt wieder. Dicke Schleime. Oh yeah, und Rundown-Gegner. Jetzt kommen alle Gegner. Wir nehmen Crit Damage. 1600 Hütte oder Blitz, glaube ich. Oh je, das war ein Fehler hier. Wir machen gar nicht so viel Schaden. Drei Minuten noch. Achievement, 20.000 Gegner in einem Run. Das geht reinholen. So, ein neues Survivor Achievement bekommen, nur noch 2 Minuten übrig. Wir haben jetzt einen dicken Monster, die erinnert mich irgendwie an Stranger Things, ehrlich. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr es auch so seht. Ja. Geht eigentlich voll klar, wir sind noch patrouilliert gewesen. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen Damage reinkriegen, machen wir auch mehr Schaden. One-Tappen wir die ganze Black hin. Zuschalten. Sehr gut dabei, eine Minute noch. Eine Minute 15. Hier will ich raus. Letzte Minute, es wird hier wild gespawnt. Das Spiel ist sehr, sehr mager, was Elite-Gegner angeht. Bisher.
Ich nehme jetzt Helf rein fürs letzte Upgrade. Oder eins der letzten. 40 Sekunden. Und wird es nur noch so mehr oder weniger straight laufen. Und gucken, was passiert. 30 Sekunden. Ja, es gibt. Haben wir irgendwas geprockt? Ein Schild. Ein Heiltrank. Ja, entspannt. Fünf Sekunden. 4, 3, 2, 1. Das ist vorbei. Aha. Okay, schon mal kein One-Shot-Instant. Oh mein Gott. Ich laufe alle weg. Forward. Das war risky. Cool. Der hat eine Menge Leben. Ah, der castet immer schneller. Okay. Deckung gemacht mit Damage mit den Blades. Die Skulls sind ein Problem. Ist immer gut zu sehen, wenn die Skulls pink aus dem rauskommen. Visuell ein bisschen was. Christian Channel, richtig. Das war's. Ja. Schade. War ganz gut dabei. Fehlt nicht viel, hätten wir es bekommen. Für den ersten Versuch ganz ordentlich. Hat leider nicht gereicht. Geld. Ein Haufen Achievements bekommen. Piercing Winding wird freigeschalten in Trade. Ein Item, einen neuen Charakter, den Cleric. Ah, den haben wir bekommen, weil wir den Lich getötet haben. Mass und Density. Mit Crate Type freigeschalten, okay. Die Orbs. Bekommen. Hunting Gloves bekommen. Und neuen Crate Type. Strong und fast. Okay, als nächster Main Task ist, dass wir dann den Boss, den wir hier gerade gemacht haben, auch töten. Dann schalten wir die Shield Maiden frei. Okay. Jack. Moin. Bottle musste man ja kaufen. Das ist zu teuer. Schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen haben. Drei Ingredients haben wir eingesammelt. Nichts anscheinend. So waren drei unterschiedliche Dinge. Nun denn. Strong of Wine haben wir jetzt zwei Charges, also zwei Rerolls. Wir hoffen uns immer Damage.
Und spielen nächstes Mal mit dem Cleric, ganz klar. Dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare, lasst gern Feedback da. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Fragen, Anmerkungen habt, lasst es mich wissen. Ich antworte auf alles und freue mich über jeden Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. 8 Uhr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein. Ciao, ciao.